Oh, du erhältst Elektromagier. Wunderbar. Hallo, 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 weiter geht es mit Clash Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zur weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Und wir haben hier endlich den wunderbaren, sehr, sehr genialen Elektromagier. Da ich es nicht geschafft habe, 12 Wins zu bekommen, Ohrfeige für mich, gibt es ihn jetzt hier im Shop. Für alle in der legendären Arena kann man sich natürlich so gönnen. Ich denke mal, ich bin mit der Einzige auf diesem ganzen Planeten, der in der legendären Arena ist und nicht den Elektromagier geholt hat. Von daher sollte ich mir tatsächlich noch eine Backpfeife geben. Moment. Da ist die zweite. Oh Mann, ich kann mir kaufen für 40.000 Gold. Machen wir auch kurz. Und ich habe auch schon wieder ein Deck vorbereitet. Und zwar wieder mit den drei Musketieren. Was wir spielen werden mit dem Elektromagier. Einfach eine Herausforderung. Weil ich pokaltechnisch, ich sag mal, bin ich gut dabei. Ich spiele ein Golem-Deck. Und mit dem Golem-Deck möchte ich dann weiter die Pokale pushen. Ist ja noch dieses Wochenende hier. In diesem Jahr ist tatsächlich noch was am Start hier. Und nächstes Jahr hoffentlich da mal ganz viele Pokale. Wir werden uns den auf jeden Fall kaufen. Leute, der Elektromagier einmal gekauft. Oh, gepaddet Scheiß. Oh yeah. Oh, du erhältst Elektromagier. Wunderbar. 80.000 Gold würde der zweite kosten. Ich glaube, das lohnt sich sogar, den nochmal im Shop sich zu gönnen. Lohnt sich das? Ich glaube schon. Wie viel das kostet für Gems? 2.800. Nein, das lohnt sich nicht. 2.800 Gems? Warum so viel? Moment, wie viel Gold brauchen wir denn? Wir brauchen echt 80.000, ne? Also quasi 72. Das ist echt teuer. Okay, es lohnt sich nicht. Das ist echt super teuer. Von daher mache ich es nicht. Den können wir auch einmal ziehen. Ich meine, wir sind der Lucky Mensch. Wir sind Lucky Lars hier am Start. Von daher, wo ist er denn hier? Der wunderbare... Oh, in 14 Tagen. In 14 Tagen gibt es übrigens die Blasrohr-Kobolde. Die sind richtig am Blasen, die alten jungen Freunde hier. Richtig das Blase-Balk hier. Moment, hier ist das Deck, was ich noch kurz den Elektromagier mit reinnehmen werde. Ich werde bestimmt öfters den Eismagier und Elektromagier in diesen Let's Play verwechseln. Deswegen tut es mir wirklich leid. Und zwar spiele ich dies hier. Dieses Drei-Musketiere-Deck mit dem Megalakai, mit der Pumpe, mit dem Elektromagier dazu und dem Riesen. Das ist ein sehr, sehr geiles Deck. Und ist sehr interessant. Ein bisschen Feuerball anfällig, weil der gegen den Feuerball ist natürlich das Musketier ziemlich schwach. Genauso wie der Elektromagier und die Bogenschützen. Das ist vielleicht riskant. Vielleicht sollte man lieber was rausnehmen. Lieber keine Bogenschützen, was anderes dafür reinnehmen. Vielleicht irgendwas, was halt nicht, sage ich mal, Feuerball so krank anfällig ist. Vielleicht ein... Man könnte auch ein Musketier nehmen. Ich glaube, wir nehmen lieber ein Musketier. Obwohl, haben wir auch Musketier, ist ja auch Feuerball. Obwohl, ein Feuerball und Sepp muss da normalerweise ran, um das Ganze zu holen. Ich nehme trotzdem mal die wunderbaren Pfeile. Die Pfeile sind gerade schon. Die Bogenschützen, die schießen Pfeile. Das machen sie. Ich nehme die Bogenschützen trotzdem noch mit. Übrigens kann ich so viele Karten upgraden. Hier drei Musketiere. Megalakai, zum Glück sind die, glaube ich, schon auf Arena-Standard. Meine ich zumindest. Von daher, wir werden gleich eine Herausforderung spielen. Und wir können noch ein paar Kisten öffnen. Diese hier, und wie ihr seht, ich bin auf 4.319 Pokale. Ich bin die ganze Zeit am Spiel mit dem Golem-Deck. Wir schauen mal kurz rein hier. Da, Golem-Deck, da sieht man auch, ich bin eigentlich ganz erfolgreich. Also ziemlich viele Wins, eine Niederlage, dann mal zwei am Stück hier und dann, ja gut, ein paar Niederlagen. Aber eigentlich ziemlich gut dabei, habe ich auf 4-3 gepusht. Ich will ja diese Season auf 4.500 Pokale kommen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Denn ihr wisst es, zurzeit diese Zap-Bait-Meta-Scheiße und Elite-Baban an die Brücke spam machen mich sehr aggressiv und da habe ich wieder Bock, irgendwelche bösen Sachen zu machen. Natürlich werden wir nicht hier handgreiflich oder so, das macht man nicht. Man wehrt sich immer nur mit Worten. Denkt daran. Wer die Hand benutzt, der ist schwach. So, und ja, öffnen wir erstmal kurz eine Kiste. Vielleicht kriegen wir Elektromagier nochmal raus. Vielleicht aus einer Goldtruhe. Kann man mal machen. Lucky Lars ist am Start, von daher sollte das passen. Was haben wir hier in der Goldtruhe? Ja, nur Rotze. Alles klärchen. Nur die Rotze rausgeholt. Sehr, sehr geil. Ich werde, denke ich mal, auch noch ein Video machen, wo ich die Pokale pushe. Werden wir dann auch sehen mit dem Golem-Deck. Ich hoffe doch mal, dass ich dann auf 3-4 schon bin. Dass wir uns dann auf 3-5 arbeiten können in dem wunderbaren Video. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass ich das packe. 4.500. So. Ich hoffe es doch mal. Wir standen auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal eine kleine. Eine große bringt nicht viel, weil ich keinen Skill habe. Deswegen nehmen wir eine kleine. Habe ich das richtige Deck? Ah nein! Ich habe jetzt das Golem-Deck ausgewählt. Ich hoffe nicht. So, neue Herausforderung am Start und ich habe mich entschieden, dazu die Elite-Baban zu nehmen. Beim ersten Mal, Leute, habe ich voll reingekackt. 1-3 habe ich gespielt und das kann ich euch nicht präsentieren. Das war ja zu schlecht. Es geht einfach gerade nicht. Man muss die Elite-Baban mitnehmen, sonst hat man eh verkackt, weil die einfach zu stark sind. Die Elite-Baban sind zu stark in diesem Game. Was soll man dagegen machen? Hat er noch einen Hit geschafft? Ich glaube nicht. Der Eisgolem war, glaube ich, Verschwendung. Egal, ich bin auf Nummer sicher gegangen. Er kam mir mit sehr viel Bums an. Sehr gut, alles gesetzt, was ging bei ihm. Sehr interessant, sehr, sehr interessant natürlich.
glaube, wir machen Elite-Barbaren. Komm. Hier. Ich hab den Skill. Ich hab den Skill. Ich setze Elite-Barbaren an die Brücke. Wow, der Tower ist weg. Boah, ist das Skill. Boah, ich hab voll den Skill. Meine Fresse, ich sollte irgendwie irgendwo anfangen und total krank sein. Alter, ich sollte ESL spielen mit diesen kranken Aktionen hier. Ja, das ist... Das sind Elite-Barbaren an die Brücke spammen. Das sind sie. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, bitte was? Okay. Ich dachte, da kommt was anderes. Und zwar, ich dachte, da kommt jetzt wieder der Minibag an. Deswegen habe ich den Eiskolem gesetzt. Oh, der nächste Tower. Doch nicht ganz. Aber fast. Ja, sorry, Junge. Da habe ich ein bisschen verkackt. Hier, schafft noch einen Hit. Hör doch auf, Junge. Okay, ich weiß Bescheid. Er hat jetzt die drei Musketiere am Start. Sehr viele Skelette hier bei ihm. Ah, Vorball ist stark. Der ist wahrscheinlich sehr stark. Muss seine drei Musketiere aufpassen. Die wird jetzt nämlich in der Mitte setzen. Hier rein. Genau da kommen die jetzt. Pass mal auf. Jetzt spielen wir nur Ofen. Boah. Da, okay, jetzt kommen sie da. Oh, genau dann den Zap benutzt. Egal, die sollten also weit sterben. Die laufen schon mit dem nächsten Golem an. Der wieder noch einen Hit vom Minipacker abfangen. Feinchen kommt auch noch von ihm. Nein, nein, das werden keine viele Hits. Oh, mach doch den kaputt, den. Okay, wir müssen offensiv gehen irgendwie. Die Plus Elite Barbaren, die sind immer gut. Nein, der Sepp! Oh. Dummer Sepp. Dummer, dummer Sepp. Meint ihr kommt? Sehr gut. Die mit dem Ofen kam nicht durch. Elite-Barbaren vor. Elektromagier. Eisgolem rein. Dieser Ofen-Scheiß. Geh doch weg, Junge. Komm, Eisgolem. Was packst du? Yes! Der Eisgolem macht übrigens, er hat seinen Grundtower noch 308 HP. Der war Level 8. Muss ich mir mal vorstellen, der war Level 8. Und ich habe so welche Probleme. Naja, ist okay. Weiter geht es. Ist alles gar kein Problem für uns. Wir machen das kurz. Dann haben wir halt Probleme gegen ein Level 8. Das ist legitim. Ihr müsst mich jetzt hier nicht auslachen. Das ist okay. Das kann jedem mal passieren. Das kann auch euch mal passieren, dass man gegen ein Level 8er Probleme hat. Ja, dankeschön. Schönen Bogenschützen-Split hier am Start. Wir droppen die erste Pumpe. Da kommt sie. Ein Bowler. Bäh. Blöd. Die soll nicht drauf, da drauf gehen. Das gefällt mir nicht. Willkommen zum ersten Riesen schon mal. Alles gleich, jetzt geht's hier schon mal los. Das Spielchen kennen wir ja. Oh, der eine geht wieder rüber. Oh Gottchen. Wieso geht er rüber? Jetzt kriegt mein Tower 50% oder so. Sogar unter 50%. Oh Gott. Warum? Ich hoffe, er hat keinen Feuerball. Oh gut, die Skelett-Army da zu setzen ist sehr, sehr gut. Bitte kein Feuerball. Bitte kein... Was war das denn von ihm? Das ist GG, ne? Das ist der Tower. Das ist hier bewusst. Das war jetzt dumm, irgendwie, die Skelett-Armee nach rechts zu setzen, obwohl sie so gut wie down waren. Habt ihr gesehen, die HP von den Elite-Barbaren? Die waren ja so gut, die waren echt tot. Okay, das Musketier lasse ich da links jetzt mal durchschießen. Ist wohl doof, aber muss gerade irgendwie gemacht werden, anders geht's gerade nicht. So, wir warten jetzt.
Pumpe pumpt. Wir machen das so. Elite-Bauern sind bereit. Falls seine wiederkommen, an die Brücke. Wir kennen das Spielchen ja. Die Brücken-Elite-Barbaren-Spam. Jetzt sind schon mal Bogenschützen. Ich glaube, wie eine Megalakai. Und den davor. Okay, hier wird gesappt. Dann kommt die Elite-Barbaren von mir in die Mitte. Noch ein paar Bogenschützen. Sein Damage wird gerade entfernt. Das ist doof. Elektromage hier gegen seine Skelett-Scheiße. Gegen seine Flug-Scheiße hier. Noch ein Boy davor zur Verteidigung. Das kennen wir ja. Das kennen wir doch. Zappen. Sehr schön. Ja, das sieht wohl nichts, mein Freund. Das sieht wohl nichts. Sehr, sehr schön. Gut, er hat es nicht geschafft, mit den Elite-Barbaren-Spam an der Brücke zu gewinnen. Das ist ja schon mal ein Vorteil für uns. Sehr, sehr schön. Der zweite Win, das gefällt mir schon besser, wie beim letzten Mal. Wie gesagt, habe ich 1-3 auf den Sack bekommen. Ja, dann weiter. Weiter, Jungs, weiter. Weiter geht's. Ah, kein Ding für den King hier. Alles gar kein Problem. Muss ich erstmal warm spielen, damit man Bescheid weiß, wie es funktioniert. Der Raphael. Raphael van der Vaart. Ne, jetzt ein anderer. Puppe. Golem. Ein Golem. Das ist ja voll eklig. Golem ist immer eklig. Ich hasse gegen Golem zu spielen. Golem ist ein stärkerer Tank als ein Riese, deswegen hasse ich Golem. Bogenschützen sind stark. Was für einen ekligen Scheiß kommt der denn alle hier? Meine Bogenschützen sind kaputt. So, jetzt davor noch schön Riesensätze hier, dann haben wir einen guten Counterpush, ne? Zwei Megalakaien, ein Riese, Elektromagier. Ey, das sind zwei Megalakaien, ist das bewusst? Noch ein paar Bogenschützen rein, das sind zwei Megalakaien am Tower. Das sind zwei, nicht nur alles, das sind zwei. Das sind zwei, mein Junge. Da kann man glatt auf drei gehen. Komm, noch Ice Golem hier. Und noch ein Elektromagier. Jetzt gehen wir auf drei. Das ist der ultimative Todespush. Tschüss. Das ist, wenn man Golem benutzt, Leute. Wenn man den Golem benutzt. Super starker Push von der rechten Seite. Links kommt er nur mit der Skelett-Army, versucht was zu holen. Aber der Golem, der, ne? Man muss halt alles wegbekommen. Wenn du was vor zum Tanken hast, wie ich ein Riese, dann kriegst du den Riesen down. Aber alles, was Damage ist, bleibt hinter. Dann setzt du einfach einen Tank davor und GG. Er konnte nichts machen. Zu viel einfach dann, was von der Seite kam, das konnte er nicht verteidigen, weil einfach alles in den Angriff gelegt hat. Alles. Und ich habe die Verteidigung umgewandelt in den Angriff und hol mir das Ding. Ah, ist gar kein Problem. Oh Gott. Er geht. Was? Er geht mit dem nicht mal auf die Pumpe? Alter, was hier für Leute spielen? Was sind das für Decks? Ja, wir spielen einfach Ofen und spammen die ganze Zeit einfach den, hier, den Tunnelgräber an den Tower. Wir machen nur Damage mit Ofen. Und dann auch noch sowas. Eklig. Ekelig. Ach, Gottchen. Ah, ja. Was droppt er dagegen? Oh, nö, das Tower ist weg, scheinbar. Ja, das ist ein Tower, glaube ich. Ich hab gehört, das ist ein Tower. Dankeschön, ne? Danke, Bro. Dass du mir einen Tower gönnst, nehme ich dankend an. Gar kein Problem. Gar kein Problem, Bro. Machen wir gerne. High five. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich weiß auch nicht. Da wird gepumpt. Na, Eisgolem bereit? Oh Gottchen, ja, das Spielchen kennen wir ja. Oh, wirklich. Jetzt geht's aber richtig los hier. Der Stunt, die alten Penisse hier. Er spielt einen Ofen-Scheiß-Deck und liebt auch noch. Was ist denn verkehrt mit ihm? Ohne Witz, was sind das denn für Aggro-Spieler?
Oh, du kommst mit Elite-Barbaren-Spam an der Brücke nicht durch. Oh, ich lieg mal. Kein Bock mehr. Das Spiel macht keinen Spaß. Ich bin weg. Was ist das denn bitte? Wo ist das Niveau in diesem Spiel hin? Es ist weg. Es ist scheinbar weg. Wenn man deswegen schon so einfach raged. Rage quit wegen so einer Scheiße. Ja, ist da. Hat sich gegönnt hier. Sehr geil. Oh. Ist okay. Ist okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist doch alles im Rahmen des Rahmenschnitzels. So gehört sich das. Sehr, sehr geil. Plus 4. Sehr gut, der vierte Win in Folge. So gefällt mir das doch. Weiter geht's hier. Weiter geht es. Oh, gegen einen nicht aussprechbaren, ne? Ihr wisst, die sind krass. Wie wird das immer gesagt bei South Park? Ich will es aber nicht sagen. Das gab's einen sehr, sehr fiesen Spruch von einer South Park-Folge. Zwar von der WoW-Folge. Habt ihr schon alle gesehen bei South Park? Was sagt man nochmal zu Asiaten? Ach ja, genau das. Genau das haben die gesagt. Oh, nervig, nervig. Ofen, Prinzessin. Oh, Gottes Willen. Komm halt mit noch mehr nervigen Scheiß. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, das war sexy. Das war richtig gut, Leute. Das war geil. Na, schauen wir, wie das jetzt verteidigt. Ich bin gespannt, wie das jetzt verteidigt. Ein Feuerball wäre eigentlich noch so eine Variante, die eigentlich klappt. Sonst wäre es ein bisschen doof. Mein Mega... Er hat überlebt. Er hat von dem Sepp überlebt. Gönn ich dir, gönn ich dir, dass es überlebt hat. Das ist der Tower. Doch nicht, 19 AP. Gönn ich dir auf jeden Fall, wenn du so eine scheiße Zap-Bait-Scheiße wieder spielst. Boah, der Elektromark ist stark gegen Zap-Bait. Was war das? Irgendwelche Geräusche passieren immer. Ich glaube, da wird irgendwas geupdatet. Ich weiß es nicht. Der Feuerball, alles Gleiche. Hau mal raus, mein Bro. Kriegst von mir wieder, ne? High Five. Er hat keinen Ofen stehen. Er hat keinen Ofen stehen. Das ist total schlecht für ihn. Hat er aufgegeben? Hat er aufgegeben? Jetzt kommen die Skiller hier. Da kommen die Skiller wieder. Doppelt Kobaltfass. Skill over 9000. Ich müsste den aufbewahren. Ich hab noch, hat er noch eine Skelett Army? Weiß ich nicht. Ich habe ja selbst schon wieder bereit. Das sollte passen. So, Elite-Barbaren nochmal reingespammt. Jetzt kommt der Feuerball. Jetzt kommt nochmal Elite-Barbaren. Jungchen. Da hat dein Zap-Bait leider verkackt. Siehst du, da sind sie. Einmal reinseppen. Da hat dein Zap-Bait leider versagt. Es tut mir ja leid, dass du es, dass ich jetzt so sage, aber es ist so. Es tut mir leid. Tut mir tatsächlich leid, dass ich das jetzt sage, aber Zap-Bait hatte ich jetzt tatsächlich verkackt. Sehr gut, Feuerball ist raus. Wir laufen mit einem Riesen an. Ihr kennt das Spielchen ja. So, ein paar Elite-Barbaren rein. Der Sepp, der ist besser. Der ist ein guter Sepp. Wunderbar. Kommt das Kobaltfass. Ach, ach so, ja. Ich habe einen zweiten Tower. Oh, da muss ich gerade mal lachen. Ich lache ja normalerweise nicht, aber das ist ein Grund, ihn auszulachen. Sorry, der muss ausgelacht werden. Da muss er ausgelacht werden. Sepp bait und verkackt. Ah, ja, das war gut. Da geht's mir wieder gut. So kann das ja gut beenden, beziehungsweise zu Ende gehen. Ja, Leute, das war's dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Deck ist sehr interessant. Ich werde die Herausforderung irgendwann weiterspielen. Und ja, 5 Wins. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich nur 1-3 verkackt. Da habe ich das 3 Musketiere und das ging mir auf den Sack. Da habe ich jetzt geswitcht. Das läuft schon wieder besser. Man muss halt die OP in Elite-Barbaren mitnehmen. Und dann kann man halt Elite-Barbaren-Spam an die Brücke machen, dann läuft es halt besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Seid wie mein Haufen super nicer Boys. Und wenn, wenn wir uns nicht mehr vorher sehen, guten Rutsch. Kommt gut rein und rutscht nicht aus. Bis dann, reingehauen und tschüssi.